Ich spiele mal Agro, okay? Mal probieren. Ich hab E2. Probier's mal. Hallo. Hallo. Nein! Was geht, Waffelbande? Herzlich willkommen zurück. Ich weiß auch nicht, warum ich das hier immer mache. Das ist irgendwie so ein Rap-Ding. Keine Ahnung. Wir reden heute was wir sonst ja nicht machen. Ich rede ja kaum eigentlich. Leute, lasst ein Abo und ein Like da, wenn ihr neu dabei seid. Wir jumpen schnell in eine Showdown-Runde. Das ist ja ein bisschen vorproduziert und ich habe immer noch den Showdown-Modus und ich muss Showdown spielen. Let's go! Okay, heute reden wir nämlich über etwas, was nächste Season vielleicht kommen könnte. Ich möchte betonen, dass es sich hierbei nur um Theorien handelt, natürlich, und um nichts mehr. Meine Schulter tut mega weh, weil ich diese Nacht mir meine Schulter irgendwie ausgerenkt habe und dann wieder eingerenkt habe. Zumindest glaube ich, dass sie eingerenkt ist. Es tut mega weh, aber das ist inzwischen mein Leben. Und Schulter brauche ich auch nicht für Fortnite, aber glaube ich zumindest. Wir droppen heute mal ganz bewusst in Moisty Meyer. Denn Moisty könnte ein größeres Objekt der nächsten Season werden. Ich habe ja schon so einen Superheldencharakter und das ist ja Film. So eine Film-Season, Superhelden-Season, so ein bisschen so ein Crossover. Diese Season und nächste Season wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass es eine Geschichts-Season wird. Siehe Römer, Griechen, was gibt's noch Geschichtsrichtiges? Eigentlich kaum was. Also eher so altertümliche Antik-Sachen. Ich glaube, die Begriffe sind nicht ansatzweise richtig genutzt. Altertümlich heißt bestimmt was anderes wie Antike. Oh. Oh mein Gott. Jesus. Scheiß Burst, ey. Ohne Mist, Leute. Kannst du nicht erfinden, sowas, ne? Ich bin so angespannt. Wow! Oh, hab ich mir erschrocken. Arbeit ist passiv. So, steigen wir nochmal ein bisschen heftiger ein. Moisty Meyer, da wird einiges passieren, denn das hier wird höchstwahrscheinlich sehr krass zerstört werden alles, beziehungsweise dieses Filmset wird komplett zerstört werden und Moisty ist einfach tatsächlich ein Part von der Map, wo nicht so viel geht. Dementsprechend könnte das hier, wie gesagt, dann ein Spot sein, wo ein Boot noch andocken wird, der diesen Bereich mal wieder aufleben lassen wird, gerade in den ersten Wochen von der neuen Season. Dazu kommt natürlich noch, wenn es geschichtlich ist und so ein bisschen mythisch, sagen wir mal geschichtlich mythisch, höchstwahrscheinlich auch am Ende der Season 4 die Auflösung von dem, was da in dem dicken Krater ist, und zwar ein Leviathan. Ich bin mir nicht 100% sicher, wie man es ausspricht. Leviathan. Keine Ahnung. Ich weiß, irgendwas muss man da so komisch betonen. Das ist so ein großes Seeungeheuer. Oder ein großes Ungeheuer, besser gesagt. Nicht unbedingt Seeungeheuer. Das ist so eine Mixtur aus verschiedensten Tieren. Sieht total crazy aus. Ihr könnt das ja gerne mal bei Wikipedia euch reinziehen. Oder einfach mal Leviathan googeln. Der kommt in einem Modus am Ende der Season dazu. Da kommen nämlich zwei neue Modi dazu. Zum einen dieser Modus, bei dem zwei Teams entstehen, also 50-50 Modus, und in diesem 50-50 Modus dann der Leviathan eben eskortiert werden muss. Hier zwei Teams müssen den eskortieren, einmal von hier nach Wailing Woods und einmal von hier nach Greasy Groove, also wird die Map höchstwahrscheinlich mittig geteilt sein, und ich denke, dass die Story dafür dann dieses Ei hier ist, was in der Mitte hochkommt für die nächste Season. Außerdem noch wichtig, wir merken das jetzt schon, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis mehr, die Einschlagkrater werden gefixt. Das heißt, ihr seht das jetzt schon zum Beispiel in Tilted. In Tilted steht ein Zementlastwagen, genau hier auf dem Einschlagkrater. Hier ist ja zum Beispiel noch einer oder hier ist noch einer. Und hier in Tilted, ihr seht das auch schon auf der Karte, ist der schon aufgeschüttet worden. Das heißt, der ist wieder ganz gemacht worden und das ganze Restaurant, was in Tilted ist zum Beispiel, ist auch inzwischen wieder komplett ganz und sieht aus wie vor dem Meteoreinschlag. Also im Laufe der Patches, die wir jetzt die Wochen bekommen werden, werden höchstwahrscheinlich jede Woche wird ein so ein Krater aufgefüllt werden in Tilted oder hier, oder es gibt ja einige, ne? Auf der Map. Ich denke, das wird ungefähr hinkommen mit der Anzahl der Wochen, die diese Season noch geht, und dementsprechend sich dann weiterentwickeln.
Das zumindest zu dem Modus. In diesem Modus soll es angeblich, also wie gesagt, das sind ja alles jetzt nur Theorien, Leute. In diesem Modus soll es angeblich so sein, dass man unendlich Leben hat und man im Prinzip nur den Leviathan des anderen töten muss. Deswegen, ja, wie gesagt, auch noch Theorien, weil ich zum Beispiel daran jetzt nicht glaube. Ich glaube halt nicht, dass man unendlich Leben hat. Ich könnte mir halt vorstellen, dass bei 50 gegen 50 halt immer noch 49 in jedem Team, dass man trotzdem dann vielleicht ein bisschen mehr Leben hat oder mehr Medipacks oder so spawnen. Also ich glaube, unbegrenzte Leben, so ein Modus wird es, glaube ich, nicht unbedingt in naher Zukunft geben. Das macht einfach zu wenig Sinn. Das kann ich mir auch nicht so krass vorstellen. Dann weiter im Kontext geht es dann dahingehend, dass angeblich der Flying Dutchman, könnt ihr ja selber mal nachgucken, ne? Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch übersetzt ist, angeblich der nächste Level 100er Skin ist. Das, was mich sehr glücklich gestimmt hat bei diesem Leak oder der Theorie darüber, wie das dann alles zusammenkommen könnte, ist angeblich, dass es neue Fallen geben wird. Ich bin generell der Fallen ein bisschen überdrüssig, sage ich mal, momentan. Hallo. Und ich wünsche mir das ja schon sehr lange. Ich habe ja auch schon mal eine eigene Folge sogar darüber gemacht, über Fallen, die ich mir wünschen würde für Fortnite, weil es die halt schon im PvE-Modus gibt. Nur im PvE-Modus finde ich das ein bisschen zu langweilig. Deswegen wünsche ich mir das auch schon lange, dass hier ein paar dazukommen. Da soll wohl so ein Impulspad dabei sein. Ich glaube, das gibt es sogar nicht mal im PvE-Modus. Aber das lässt einen wohl dann so in die Luft katapultieren. Und dann stirbt man durch Fallschaden. Aber ich glaube halt auch, dass es halt eine richtig coole Option wäre für ein paar geile Stunts oder so, die man dann machen kann. Beziehungsweise nochmal vielleicht an ein paar Orte befördert werden kann, bei denen man jetzt nicht unbedingt ist. Also alles, was Impuls ist und neu dazukommt, ist eigentlich immer absolut geil. Relativ wichtig für alle von euch, angeblich. Ich habe es auch schon mal in den letzten Videos gesagt, weil ich habe ja ziemlich viel PvE für euch wieder aufgenommen. Mitte der nächsten Season, also Mitte nächste Season 5, soll wohl Rette die Welt endlich gratis werden für alle. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich habe mir vorgenommen, bis dahin auch nochmal probieren oder für mich zumindest probieren, an ein paar Keys zu kommen für euch, damit ihr eben, wie gesagt, auch ein paar Momente noch vielleicht vor dem ganzen Tumult haben könnt, bevor das da alles losgeht in der neuen Season. Zumindest jetzt mal für den ersten kleinen Einblick dieser Theorien. Also es gab dazu einen Post, der angeblich Leaks beinhaltet und der Typ meinte, er wäre sich ultra sicher. Der hat wohl auch letzte Season schon irgendwas vorhergesagt, was dann gestimmt hat. Also ob es jetzt wirklich stimmt, ist halt so die Frage. Es macht aber alles eigentlich ganz gut Sinn, ne? Also so von Superhelden auf so eine mythische Season, dann so eine Geschichtsseason, da kann man auch coole Skins zu machen, also dass wir alle so als Römer rumlaufen, kann ich mir super gut vorstellen. Nochmal so ein Boot, was irgendwie andockt, kann ich mir auch mega gut vorstellen, muss ich sagen. Also es ist alles sehr, sehr bündig und schlüssig in sich, das Konzept. Ob es jetzt dann wirklich die Season kommt oder in der nächsten, ist die große Frage. Was natürlich mit dem Leviathan Sinn machen würde, wäre auch noch dieses Ei in der Mitte, wo wir alle mal gesagt haben, das ist Godzilla zum Beispiel. Aber obwohl dieser Godzilla-Abdruck höchstwahrscheinlich einfach nur von dem Filmset kam und das komplett unabhängig voneinander ist. Das war ein bisschen zu auffällig, ne? War nicht so gut, Leute. Soll ich Agro spielen? Komm, ich spiel mal Agro, okay? Sollen wir probieren? Ich hab E2. Probier's mal. Hallo. Hallo. Nein! Wow, da ging's direkt weiter zur Sache. Okay, also bitte. Zwei Leute, die da übelsten Turn drauf hatten. Oh Gott, richtig dumme Entscheidung gewesen auf jeden Fall. Richtig dumme Entscheidung. Jesus, ey. Mann. Leute, es ging jetzt hauptsächlich, wie gesagt, um die Leaks für die nächste Season. Um so ein bisschen darüber zu quatschen. Würdet ihr euch freuen über so eine Geschichtsseason? Habt ihr da Bock drauf? Ich habe schon ein bisschen Feedback mitbekommen in dem Reddit-Thread. Ich verlinke euch mal das Video, wo ich das her habe. Da ist auch nochmal der Original-Post drin, weil der Post an sich, den gibt es halt nicht mehr. Deswegen schaut euch das Video dazu nochmal an. Da geht ihr auch nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Also viel mehr Daten gibt es halt nicht. Da gibt es noch so eine Theorie zu dem Blockbuster-Skin, aber da wird halt auch nichts groß gesagt, sondern nur, wie der potenziell heißt. Keine Ahnung, ist ein bisschen weird. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ich verlinke euch das Originalvideo dazu und woher ich das habe natürlich. Grüße gehen raus. Küsschen aufs Nüsschen. Haut rein. Und ciao, ciao. Bye.
Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.